So, nachdem letzte Folge ja doch ein wenig unplanmäßig geendet hat, dachte ich mir, starte ich das Ganze jetzt mal hier auf dem Hauptmenü, denn ich habe keine Ahnung, wo wir gleich rauskommen. Mit etwas Glück auf dem Boden von Duna, weil es war noch ein Autosave hier oben kurz angezeigt. Mit Pech sonst der Quicksave in der Umlaufbahn. Aber mal gucken. Continue. Dahin. So. Lande der Duna. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Oh. Was sieht. Warum sind wir über dem Boden? Ah, okay. Gut. Quick Save. Also das Spiel ist letztes Mal abgestürzt, weil ich ausgestiegen bin mit ihm. Obwohl die Kapsel vielleicht so schräg ist. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wenn wir die jetzt einfahren, können wir damit vielleicht irgendwie... Oh, haben uns ganz leicht bewegt, aber nicht wirklich viel. Mist. Können wir uns drehen? Nee, wir könnten Schub geben, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, wir machen das anders. Versuchen nochmal auszusteigen. Du? So. Kannst du noch rückwärts krabbeln, damit du nicht direkt in die Texturen reinglitscht? So, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Steh auf. Okay. Wir sind auf Duna und es ist tierisch hell hier. Weil wir auf einer Polkappe sind und die Sonne raufbrezelt. So, mein Plan jetzt. Erstmal müssen wir die Fallschirme wieder reinholen. Repack. Näher ran, näher ran, näher ran. Repack. 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 Okay. Keins ist kaputt gegangen. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die dabei kaputt gehen können, aber... Nee, hätte ja sein können. So, und jetzt müssen wir das Ding so taktisch anspringen, dass es gleich wieder starten kann. Also, wie war der Knopf für... Genau. Haja! Puff, au. Tonk. Ja. Okay. Das scheint nicht so gut zu klappen. Vielleicht sollten wir nicht direkt auf diese Spitze darauf springen. Also. Haja! Puff. Au. Au. Wir können die Lampe abreißen, das ist nicht so toll. Okay, wir haben doch alle ein bisschen in die Physik aufgepasst. Wo müssen wir raufspringen oder gegenspringen, damit das Teil umkippt? Da. So. Nein, nicht runter. Warum landest du mal auf dem Kopf? Okay, vielleicht weil den Kopf 70% der Körpermasse ausmacht, aber meh. Und das Ding zuckt nicht mehr mit der Wimper. Oder mit den Leuchtstrahlern. Wir brauchen viel mehr. Komm hoch. Genau. Ne, ich glaube, das wird so nix. Okay, wir versuchen von der Seite anzustupsen. So, dass wenn wir die Dinger nachher einfahren, dass es dann irgendwie richtig rumploppt. Okay, also seitliche Bewegungen. Gegen das Ding, da will ich gegenspringen. Okay, mit Anlauf. Und Lauf, 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 Lauf. Schiff funktioniert eh für Laufen. Springen. Bonk. Okay, es hat sich bewegt. Und der Fallschirm reißt fast ab. Es wäre nicht gut, wenn dieser Fallschirm abreißt, weil das ist der einzige, den wir später haben. Weil wir das Ding da abkoppeln. Okay, okay. Nochmal. Hops. Boing. Kannst du die einfach mal anpacken und das Ding so ein bisschen bewegen? Oh, warum bewege ich das Ding, wenn ich gegen das Licht gegenlaufe? Das ist sehr komisch. Wir bewegen uns gerade vorwärts, weil er sich auf dem Licht vorwärts bewegt. Schön, dann müssen wir nur noch bis da hinten laufen, weil das eine schräge und dann kippen wir um. Wahrscheinlich muss ich echt doch Schub geben und hoffen, dass nichts abreißt. Also ganz leicht Schub. Au, 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 au. Ja, nee, das bringt nichts. Du geh mal wieder rein.
Wir haben ja gerade abgespeichert. Muss jetzt echt springen, um da zu landen. Okay, Space, let go. Nein. Grab. Grab. Grab, du doofes kleines. Grab. Grab. Okay. Board. Also, wir haben abgespeichert. Drehen bringt nichts. Wir fahren mal das hier jetzt ein, sonst reißt es ab. So, und geben ganz leicht Schub. Versuchen irgendwie zu drehen. Das sieht nicht gut aus. Kipp, 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 kipp. SAS aus. Oh, wir haben noch Dingens. Wir haben noch Düsen, die nichts bringen. Okay, JHKL. Damit müssten wir eigentlich kippen. Damit nicht, damit nicht. G ist das Falsche. L. M war die Karte. Ö. Es kann doch nicht sein, dass wir auf Tuna festsitzen und nicht wegkommen, nur weil wir falsch aufgekommen sind. Und ich habe auch noch gespeichert, also können wir es jetzt nicht mehr ändern. Immer noch die Karte. So. Schub. Ein bisschen rumexperimentieren. Nö. F9. Okay. Dich. G war das, ne? Einfahren. G ist. Wieder nicht. G ist. Ruckel, 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 ruckel. G ist. Ja, Du warst im Boden drin. Du musst es doch aufrichten können. Okay, noch ein Versuch. Vielleicht rollen dabei? Oh, was hat das gemacht? Lower. Nein. Nein. F9. Haben wir noch irgendeine Funktionalität, die wir ausnutzen können? Also die komischen Düsen funktionieren nicht. Warum auch immer. Oh, und ich muss unbedingt daran denken, die Dinger zu repacken, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Also du nochmal raus. Loslassen. Die Dinger... Repack, 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 Repack. Warum grinst du so doof? Sauerstoffmangel, Okay. Komm, halt dich da irgendwo fest. Kannst du da vielleicht hochlaufen? Aha. Grab, 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 grab. Was machst du? Wenn ich im richtigen Zeitpunkt immer wieder drücke, dann macht er das hier. Okay, nicht let go. Board. So, jetzt speichern wir nochmal ab, damit die Dinger da dran sind. Können das Licht an- und ausmachen. Deploy, shoot. Sprengt das irgendwas ab? Nee, bestimmt nicht. RCS. Und jetzt euch. Na gut, ich denke, es ist Zeit für einen neuen Cut. Und ich melde mich erst wieder, wenn ich es irgendwie geschafft habe, das Ding hier aufzurichten. Sonst bin ich jetzt nur stundenlang am Ausprobieren. Aber ich denke mal, das Ausprobieren wird primär darin bestehen, dass ich so lange das Teil hier ein- und ausklappe, bis wir genau den richtigen Punkt treffen. Ich darf nur nicht zu viel von dem RCS dafür verballern. Aber ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Wunder, dass er nichts abgerissen ist. So, und jetzt... Mach was! Oh, oh, das sieht gut aus. Einfahren. Und hopp! Das muss
noch so affig aussehen. Gut, dass die Jungs im Kerbal Space Center das nicht mitbekommen. Komm schon. Komm schon. Ich will schon den blauen Trigger treffen. Ja. Komm, 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 komm. Nicht Activate Engine, ich will die doofen. So. Oh, 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 das sieht gut. Oh, 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 oh. Komm, komm, komm. Kipp. Kipp, kipp, kipp. Ah. Kipp, 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 kipp. Ich mach mich doch verarschen. Ratsch, 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 aber es bringt nichts. Okay, SRS aus, RCS auch noch an. Jetzt aber. Oh, da ist ein RCS-Tank weg. Ist okay, ist okay, ist okay. Kann ich mitarbeiten. Oh. Komm schon. Wir müssen eigentlich schon längst auseinandergefetzt sein, aber ist okay. Und. Schub aus und dann vielleicht noch. Mit dem Restschwung, sozusagen. Torkel, Torkel, Torkel. So. Oh. Nö. War ein guter Anfang. Yes! Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht viel besser aus als vorher. Nochmal speichern. Ja doch, die sind ziemlich voll. Okay, okay. Ist irgendwas abgerissen? Nee. Okay, speichern. Und jetzt, geh. Fast. Nicht, nee, 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 nicht wieder umkippen. Und, okay. Geh. Ja, ja, ja. Ah. So viel dazu. Also sieht besser aus als... Nicht wieder nach vorne kippen, nicht wieder nach vorne kippen, nicht wieder nach vorne kippen. Und geh. Im richtigen Moment und... Scheiße. Ganz ruhig. Ganz ruhig.